In den letzten Videos haben wir über das Wort Gottes gesprochen, was es in uns bewirken kann und vor allem, dass wir es erzählen sollen. Aber warum denn erzählen? Das möchte ich noch einmal ein wenig erläutern. Genügt es denn nicht, frage ich mich, wenn ich das Wort Gottes in der Kirche höre? Genügt es nicht, wenn man im Religionsunterricht darüber spricht oder im Bibelkreis? Warum erzählen? Dafür gibt es drei Gründe. Erstens, das, was ich von Gott geschenkt bekomme, ist für alle da. Weil da ein Gesetz drinsteckt, das im Wort Gottes selbst ist. Es will sich verschenken. Das Zweite, wenn ich das, was ich mit Gott erlebe, weitergebe, dann verfestigt es sich in mir. Es bis hinein in die Emotionen. Ja, es bleibt mir also. Das merke ich auch, weil ich mich immer wieder an solche Begebenheiten erinnere. Und ein Drittes, wenn ich es nicht weitergebe, dann verarmt es. Im Laufe der Zeit habe ich ein wunderbares Beispiel in Maria kennengelernt. Maria hat ja vom Engel ein Wort Gottes zugesagt bekommen. Das war ein ganz gewichtiges. Du wirst Mutter Gottes werden. Du wirst ein Kind bekommen, den Sohn Gottes. Ja, was macht sie? Sie bleibt nicht im Meditieren, sie behält das nicht für sich. Sie macht sich auf den Weg, geht zu Elisabeth und dann sagt sie, Großes hat an mir getan der Mächtige. Jetzt könnte einer sagen, ja, wenn ich so Sachen erzählen soll, könnte ich ja auch als Angeber dastehen. Das hat aber nichts mit Angeben zu tun, sondern ich erzähle ja das Große von Gott, nicht von mir. Und wenn Gott Großes an mir und mit mir tut, dann ist es erzählenswert. Also, nichts mit Angeben, sondern Gott preisen heißt das, das Erzählen. Ich denke mir, so jemand wie Maria kann man auch bewundern und sie hochloben. Aber ich glaube, das reicht Maria nicht. Maria möchte zutiefst, dass wir in dem Sinn marianisch werden, als wir selber das Wort Gottes in die Welt bringen, wie sie es gemacht hat. Jesus der Welt schenken. Ja, man könnte sagen, Jesus der Welt gebären. Eine wunderbare Aufgabe, oder? Ich wünsche Ihnen, ein Wort zu wählen, es in die Tat umzusetzen und davon zu erzählen. Das heißt, damit Gott zu preisen.